Hallo YouTube-Adlens hier, willkommen zu einem neuen Wochenvlog auf diesem Kanal. Ich schaffe es diese Woche endlich mal wieder Videos für euch zu produzieren, oder allgemein auch, weil ich Bock habe, für mich. Weil endlich sind wir alle da. Kein Urlaub von dem, kein Urlaub von dem, kein Osterausfall, keine Klausuren mehr in der Uni. Wir sind voll besetzt und es kann losgehen. Wir befinden uns immer noch in der dritten Welle in Deutschland in der Corona-Pandemie. Doof, aber trotzdem, wir sind ausgerüstet. Ist noch da, Desinfektionsmittel, Masken und jetzt auch Schnelltests. Yay, es gibt jeden Monat was Neues hier. Als nächstes habe ich gesehen, Briefkasten war offen. Mal gucken, was da drin ist. Das Dämliche ist an dem Briefkasten. Hier gibt es Austräger, die einfach mal denken, sie müssen das nicht zumachen. Und ihr seht, es ist ziemlich verregnet. Und nein, sie sind etwas nass. Oh Gott, hoffentlich ist da nichts großartig Wertvolles drin. Danke, Post. Danke, dass ihr das nicht zumachen könnt, obwohl es geregnet hat. So, alles vorbereitet. Das Wichtigste, ich vergesse nicht zu sagen, was ist das Wichtigste natürlich am Morgen? Eine Banane. Die haben wir natürlich auch am Start. Was steht die Woche an? Ghost from the Past kommt endlich zu uns mit einem großen Delay. Ich krieg 90% meiner Sendung, wenn ich das richtig gesehen habe. Ist okay, ich habe mit weniger gerechnet. Allerdings ist das Produkt ja auch nicht mehr ganz so cool, wie man am Anfang dachte. Da werden wir heute vielleicht das erste Case aufruppen. Und ja, die Woche will ich eigentlich echt voll stopfen mit ein paar Videos. Heute kommt Weekly Monday. Gucken wir uns mal wieder an, was übers Wochenende wegging. Gerade interessant wegen der neuen Instant Fusion, die angekündigt wurde für das August-Set. In Dharma ist die dann drin. Und nee, morgen dann will ich eigentlich euch zeigen, was also auf dem zweiten Account liegt. Da liegt ein Haufen Pokémon-Kram. Aber wir können es ja gerade wegen Card Market nicht übertragen. Mittwoch dann Market Watch mal wieder für den April, Top 100 von Card Market, Donnerstag dann das Opening Ghost from the Past und Freitag mal schauen, ob mir da noch was einfällt. Auf jeden Fall werdet ihr dann ja gesehen haben, wenn das Video hier online ist, was ich alles geschafft habe. Ich denke mal, es sollte einiges umsetzbar sein, weil ich jetzt einfach mal wieder an meine Arbeit denken kann, wenn die anderen Jungs an ihre Arbeit denken, also hier sind, und ich halt mich um mich kümmern kann. Da kommt der Erste. Halbzeit bei uns am Montag. Ghost from the Past kam an und glücklicherweise eine gute Zuteilungsmenge bekommen. Es hieß ja im Vorfeld schon, jeder Händler bekommt wahrscheinlich nur x Prozent von seinen 100, die er bestellt hat. Und ich bin mit guten 90% recht zufrieden. Jupp, da kam jetzt einiges an. Machen heute noch das erste Case auf, um mal so eine Ratio festzustellen. Das Opening dazu kommt am Donnerstag. Zwei kamen dann schon, wenn ihr das Video hier gesehen habt. Und ich bin auch soweit durch mit meinem Tagesgeschäft, habe auch alles erledigt, was wichtig war. Ich will jetzt einfach mal wieder in den Weekly Monday drehen. Mal wieder euch zeigen, was so verkauft wurde. Deswegen habe ich mich hier hinterverzogen in unser kleines Hinterbüro. Und jetzt geht's hier los. Der Montag neigt sich langsam dem Feierabend. Kurz vor 18 Uhr war ein deftig langer Tag heute. Haben viel geschafft. Haben das erste Case Ghost from the Past aufgemacht und waren etwas enttäuscht. Keine Ghost Rare. Manche Karten nur einmal nach dem Sortieren, manche 10-mal. Also ist die Verteilung ganz komisch. Mal gucken, ich weiß gerade noch nicht, ob wir mehr davon aufmachen. Vielleicht zweites probieren und gucken, dass da eine Ghost Rare drin ist, damit es irgendwie rechnet. Wenn wir im zweiten auch keine haben. Weil wie viele wollen wir denn aufmachen, bis wir dann mal eine haben, ja? Doof. Aber ich habe vorhin im Leerlauf ja normale Fusion Monster gefunden. Unter anderem auch den guten Tuner. Aber Erik hat mir auch gesagt, es kommt auch ein Tuner raus, Aqua Level Stufe 2. Der ist wahrscheinlich ein bisschen cooler. Ja, das wird morgen gelistet, damit wir da wieder Fullstock sind. Und dann würde ich sagen, geht's in Feierabend. Auch für mich. Morgen mal gucken. Ich habe Bock auf ein paar Videos. Guten Morgen zum Dienstag. Ich bin im Büro angekommen, Steuerkram abgegeben, alles geklärt, was für den März angefallen ist. Jemand Neues angemeldet fürs Büro. Ich habe jetzt endlich Unterstützung in der Pokémon-Abteilung. Alles gut gelaufen. Jetzt liste ich Ghost from the Past. Das eine Case, was wir gestern aufgemacht haben, um mal einen Wert zu ermitteln, ob wir davon noch mehr aufmachen oder ob wir es lieber sein lassen. Wie gestern Abend schon gesagt, leider keine Ghost Rare gezogen. Aber ich gucke es mir mal an. Es ist nicht viel gelistet. Englisch auf jeden Fall auch nicht so viel, gar nicht so viel. Gucken wir es mal dadurch. Tagesgeschäft ist vorbei, lief alles ganz gut. Jetzt haben wir es 11:30, liegen gut an der Zeit, geht heute alles raus von Wochenende und heute. Ghost from the Past, das ist gelistet. 2.500 Euro wert für die englischen 750 Karten aus dem Case.
ist ziemlich viel, weil es halt wirklich wie schon gedacht kaum Angebot gibt, keine Konkurrenz. Und da habe ich mich immer so an ein, zwei Leuten gehalten, die halt die Preise schon gesetzt hatten. Ich gehe mal davon aus, es hat nur ein Drittel Wert. Dann wären wir trotzdem bei 800 Euro Verkaufswert pro Case. Klingt erstmal nicht verkehrt. Was mich halt verwundert, ist, dass wir manche Karten halt nur einmal haben, manche dafür 14 Mal. Das ist eine komische Sache. Das ist jetzt auf jeden Fall im Angebot für euch. Vorverkauf noch 2 Tage, vielleicht verkauft man ja davon schon einiges. Ich werde mich jetzt wahrscheinlich 2 Mal am Tag dran setzen und die Preise beobachten, ob sie weiter turpen oder ob mir Angebot reinkommt von anderen Leuten. Und ja, jetzt geht's ans Rares sortieren. Wir haben 20.000 Rares im Ankauf, schon nach Farben mal vorsortiert. Jetzt wird es nach Edition sortiert und das hauen wir dann den Monat auch noch online. Ein langer Dienstag geht so langsam zur Neige. Wir haben es gleich 19 Uhr. Ich habe aber ein bisschen übertrieben, aber ich will es fertig machen. Ich bin jetzt an der letzten Kiste dran, der 20.000 Rares nach Edition sortieren, beziehungsweise erstmal nach Alphabet vorsortieren, morgen dann nach Edition komplett. Jo, und dann haben wir das schon mal geschafft, dann könnt's online. Ich habe gerade ein Mecker-Video gedreht. Eigentlich mache ich sowas echt selten, aber mich regt es halt Tag für Tag mehr auf, was wir auf Cardmarket nicht alles machen können, was noch für uns Normalität war. Und da habe ich gerade mal 10 Minuten ein bisschen geredet, was mich stört und um ja Verbesserung gebittet. Einfach so, bitte Betreiber der Seite, helft uns mal, dass wir wieder normal arbeiten können. Das frustriert uns Woche für Woche mehr und ich hab's satt, ich mag nicht mehr. Naja, mal schauen, wie es weitergeht. Ich mache jetzt erstmal Feierabend, guck mir die Premiere an, vielleicht haben der ein oder andere Zuschauer direkt noch einen Tipp für mich, wie ich entspannter werde mit diesen Gegebenheiten von Cardmarket. Ob es da noch Kniffe gibt, die ich noch nicht sehr herausgefunden habe. Oder ob man einfach nur einen Webshop aufmachen sollte und Cardmarket adieu sagt. Aber das will man eigentlich auch nicht, weil Cardmarket hat halt über 300.000 aktive Benutzer. So ein Webshop aus dem Nichts, okay, kriegt man vielleicht auch hin, hat aber erstmal null, beziehungsweise Stammkunden, die man mit rüberziehen könnte. Ich weiß es nicht, wie wir es machen, aber ich hoffe, dass wir irgendwann mal wieder hier normal arbeiten können. Was halt so eine Pandemie macht, ja, alle gehen so online und überfordern die ganzen Webanbieter. Yay, so hätten wir es uns nicht wünschen wollen, obwohl es ja am Anfang der Pandemie ganz gut aussah, weil wir ja wesentlich mehr Kunden hatten. Das ist so ein zweischneidiges Schwert, glaube ich. Ich rede schon wieder dünnes. Ich sag euch für heute Tschüss. Rückmeldung zum Mittwoch. Ich habe mich dazu entschlossen, wir machen weiter Ghost from the Past auf. Das Produkt lohnt auch einzeln anzubieten. Wir haben jetzt auch mittlerweile schon einen Firewall Dragon und einen Black Luster gezogen. Aber jetzt ist erstmal das Mittag vorbei. Ich hatte alle eingeladen, heute mal wieder im Büro zu erscheinen. Wir machen jetzt Teambesprechung. So, hallo, mich freut es, dass wir mal wieder alle zusammenkommen, seit Ewigkeiten. Als allererstes das erste wichtigste, George, ist neu im Team. Jeder was zu tun? Ja. Okay, danke schön. Schöner Mittwoch, richtig produktiv und glückliche Puls hat man auch. Nachdem gestern mein erstes Case Ghost from the Past ohne Ghostware war, hatten wir jetzt in 5 weiteren Cases 7 Stück. Also 7 aus 6 Cases insgesamt. 2 Cases mit 2, 1 wieder ohne und die anderen alle mit jeweils 1 oder so. Also, cool. Haben wir jetzt ein paar auf Lager. Das freut mich. Alle 2 Mal, bis auf der Black Luster und den Dark Magician, haben wir gar nicht gezogen. Könnte damit vielleicht die seltenste Ghostware werden. Mehr will ich jetzt erstmal nicht davon aufmachen. Die Jungs sortieren das noch. Ich mache jetzt einen Market Watch Top 100 von Cardmarket im April. Ich freue mich, endlich mal wieder 3 Videos am Stück zu drehen. Das macht mir gerade wieder richtig Spaß. Auch schön, dass ich die Zeit dafür habe. Und dann geht's mal jetzt ins Video. Ein langer Mittwoch geht zu Ende, viel geschafft, YouTube bedient, Instagram bedient, ja, die Facebook-Verlinkung vergessen, egal. Aber das Set komplett durchsortiert und geht morgen dann
online, nachdem wir den Pre-Sale durchgearbeitet haben. Viewers sind auch ein Stück vorangekommen mit dem Sortieren. Und an sich war das heute ein richtig cooler Tag, mal wieder zeitweise so ein, zwei Stunden alle wieder zu sehen, mal mit jedem kurz zu quatschen, dass alles okay ist. Es läuft, und morgen geht's weiter. Wir sehen uns. Und da wären wir auch schon am Donnerstag angekommen. Die Jungs haben das Tagesgeschäft gerade beendet, machen eine Mittagspause. Und ich habe derzeit schon mal das Setup fürs Opening vorbereitet. Die beiden haben jetzt Bock, die drehen das durch. Dann geht das nachher online. Dann haben wir die Woche gut gefüllt mit Content. Und ich bin weiter am Rest sortieren. Das schaffen wir heute, denke ich mal, noch, das alles komplett nach Edition zu sortieren. Und darin wird noch Ghost Formula Pass, was wir gestern fertig sortiert und aufgemacht haben, noch ordentlich online gestellt mit Preisedit und allem. Also gibt noch einiges zu tun. Opening bei 50% Rendering. Entspannter Freitag. Ich war erst zum Mittag hier im Büro, weil für mich vormittags ist Anstand, konnte ich privat ein bisschen was klären. Hab dann noch die Magic-Bestellung gemacht, Card Market war wieder ein bisschen down heute. Und eBay habe ich durchgearbeitet. Jetzt habe ich mich noch um die Einrichtung vom neuen Laptop gekümmert, den wir brauchten für unseren neuen Mann. Und er steht heute auch nicht an. Wir haben es 14 Uhr, sind durch mit allem. Jetzt müssen wir nur noch warten auf unsere Postabholung. Und ich bin echt zufrieden mit der Woche. Ich habe jetzt jeden Tag ein Video online stellen können. Wir haben das ganze Tagesgeschäft geschafft, haben die 20.000 Vers sortiert. Deswegen auch wieder viel Homeoffice produziert, was wir jetzt durcharbeiten in den nächsten Wochen. Jo, es schaut eigentlich alles ganz gut aus für den April. Wochenplan für nächste Woche steht auch klar. Sind wir da voll besetzt. Gefällt mir zurzeit echt gut hier. Ich mache jetzt noch einen Abwasch, fange an das Video hier zu schneiden. Und dann ist die Woche eigentlich schon rum. Morgen muss ich Familie was machen. Sonntag auch zum Kaffee bei Papa. Also ganz gemütlich, mal ohne Büro. Steht halt auch nichts Wichtiges an. Der Release-Woche ist vorbei. Ich bedanke mich beim Zuschauen und sag mal dann, lasst ein Like oder Abo da. Verkauft uns Karten. Kauft bei Cardmarket. Jojo macht jetzt noch über Nachmittag Preisedit bei Pokémon, falls das euch interessiert. Guckt da auch vorbei. Ansonsten, ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.